Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Martin Stratmann, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, stellte unlängst fest, ich zitiere, niemand will eine Expertokratie, in der wenige Wissende über die Zukunft eines Staates bestimmen. Wohl wahr. Das heißt, was die Wissenschaft hervorbringt, muss bei allen ankommen können. Bereits 2014 und aktualisiert 2017 haben Leopoldina, Akatek und andere Wissenschaftsakademien ein umfassendes Papier zur Wissenschaftskommunikation vorgelegt. Nicht weniger als 5 Jahre dauerte es, bis das Forschungsministerium, es wurde schon gesagt, ein 3-seitiges Grundsatzpapier dazu vorlegte. Wow! Und nun, quasi in zweiter Ernte, legten die Koalitionsfraktionen einen 6-seitigen Antrag vor. Aber er enthält, wie auch das ministeriale Papier, über weite Teile Projekte, die längst laufen und was Wissenschaft selbst schon leistet. Und als wäre das nicht schon einigermaßen verblüffend, wollen Sie keinerlei zusätzliche Ressourcen geben. Vielmehr verweisen Sie unter anderem auf den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Und das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen dreist. Den haben Sie nämlich gerade um 50 Millionen gekürzt. Und das passt überhaupt nicht in diese Zeit. Die große Gruppe der Science for Future oder die March for Science-Bewegungen zeigen, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer Verantwortung bewusst sind. Zugleich wirken tausende Bürgerinnen und Bürger mit, nicht nur an Diskussionen, sondern eben genau an Forschungsprojekten. So hat Citizen Science die Neuentdeckung von Planeten ermöglicht. Proteinketten sind entschlüsselt worden, neue entdeckt worden oder die Zählung von Tieren wird ermöglicht. Und doch, meine Damen und Herren, beobachten wir, dass es wissenschaftliche Fakten bisweilen sehr schwer haben. In virtuellen und realen Filterblasen werden völlig abstruse, wie schon gesagt, Verschwörungstheorien verfolgt. Und es ist wirklich schier zum Verzweifeln ob solcher Ignoranz. Umso mehr kommt es nunmehr darauf an, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Bemühungen, sich der Gesellschaft zu erklären, Impulse aus den Diskussionen aufzunehmen, zu stärken. Und gleichermaßen, Herr Sattelberger hatte das schon angesprochen, müssen die professionellen Erklärer komplizierter wissenschaftlicher Themen, nämlich die Wissenschaftsjournalisten, auch in den Fokus rücken. Wer soll denn bitte schön verständlich über Spallationsneutronenquellen reden oder schreiben? Wer soll verständlich Quantenphysik erklären? Da sind nicht selten eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überfordert. Und sie haben alle, sofern sie studiert haben, den einen oder anderen Wissenschaftler erlebt, der grandiose Entdeckungen gemacht hat, aber der mega langweilige Vorlesung gehalten hat. Ministerin Karliczek möchte eine wissenschaftsmündige Gesellschaft. Zwingend dafür ist eine ausfinanzierte Wissenschaft mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gerade im Nachwuchsbereich, denen dafür ausreichend Zeit, Raum und Mittel zur Verfügung gestellt werden. Danke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr. Anna Christmann das Wort.